Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Avarion. Ja, wir sind letzte Folge kaputt gegangen und sind jetzt hier irgendwo angedockt. Ist das denn so richtig? Ja, kann wohl sein, ne? Wir haben letztes Mal auch gar nichts mehr gemacht. Ich glaube, wir sind nur kaputt gegangen und dann war das Spiel zu Ende. Okay, und wir sind wieder im Startsektor sozusagen. Und da geht's weiter, sind hier an dieser Station dann wahrscheinlich rausgekommen. Keine Ahnung, was es ist, müssen wir gerade mal gucken. Ressourcendepot war es. Okay, und wir müssten jetzt wieder unser Schiff größer machen und die kleine Drohne halt hinter uns lassen, auf Deutsch gesagt, ne? Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir, ne? Das da hinten könnten wir abbauen zum Beispiel, ne? Aber ich glaube, wir haben noch Ressourcen da, die wir jetzt benutzen können, ne? Oder? Ach, ich muss erst ein Schiff gründen. So war das genau. So war das. Erst ein Schiff gründen. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das erste hieß. War das wahrscheinlich die Astreiter 1, ne? Kann das sein? Astronomische Schiffreiter 1. Dann machen wir jetzt mal die 2 daraus. Okay, ich will hoffen, das war so. Oh, es gab ein Update zwischendurch, so wie es aussieht. Aha, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass wir da irgendwann im Hintergrund mal gemacht haben, ohne dass ich dabei war. Okay, da gibt's neue Sachen dann. Alles klar. Na, das lassen wir beim nächsten Mal, will ich das vielleicht noch besser nochmal lesen. Gut, okay, dann gehen wir ins Baumenü jetzt. Das geht. Und hier haben wir noch Stoffe, Rohstoffe und das geht. Das ist also unser zentraler, sag schon, Stein auf Deutsch gesagt. Da ist ein, was ist denn das für ein Teil hier dran, bitte? Okay, weiß ich nicht. Sieht dadurch natürlich etwas anders aus. Aber naja, wir werden damit arbeiten müssen. Sieht auch hier etwas anders aus, glaube ich. Titan. Ja. So, lass uns hier unten weiter mal gucken. Das ging mit Scrollen damals. Und geht das immer noch? Ja, das geht immer noch. So, das heißt, wir müssen erstmal Antriebe haben. Machen wir die aus Titan, ist die Frage. Ich glaube ja. So, das wäre jetzt so ein flacher Stein. Wir hatten vorher anders, ne? Ne, das war breiter zu ziehen. Aber die Höhe haben wir variiert. Nämlich so in dieser Richtung, ne? Höchstgeschwindigkeit. Ne, ich will es nicht so dick haben. So ist schon schöner. Aber vielleicht noch ein bisschen breiter. So, oder? Geht das? Wo fehlt's dran? Nirgendwo. Geht. Das Einzige, was noch wäre, ein bisschen dicker. Ne, das ist höher. Dicker ist D, ne? Können wir uns vielleicht so merken. So. So. Zack. Gebaut. Jetzt haben wir das Triebwerk. So, das ist schon mal etwas. Jetzt müssten wir mal Quarters machen, aber die würde ich jetzt gerne aus normalen Stoffen machen. Quartiere. Könnte man rein theoretisch genauso so machen, ne? Aber das ist zu breit. Machen wir schmaler. Und eine Höhe, eine Tiefe so. Ja, und so. Machen wir so, ja. Dann brauchen wir, sag schon, Lager. Laderaum. Wo ist der? Da ist er. Und den würde ich gerne da machen.
Und der kann ruhig auch so groß sein, ne? Warte, der müsste noch einen höher, glaube, ne? Aber nicht ganz so breit. So. Machen wir so hin, oder? Ja, und andere Seite machen wir den auch noch hin. Gleiche Größe auf der Seite auch nochmal. Passt. So, dann brauchen wir Energie. Das machen wir wieder aus Titanium. Was war der erste Stein? Hülle, ne? Genau. Zweite Stein, Frachtraum. Quartiere, nicht Titan-Korrekturdüsen. Die brauchen wir auch, aber erst. Das waren jetzt die neuen, ne? Gerichtete. Okay. Ah, jetzt müssen wir da das einzeln machen. Titangerüst und das letzte ist Titan-Dock. Und dann gehen wir noch einen tiefer. Was brauchen wir erstmal hier? Titan-Energie-Container. Und Generator. Den Generator hätten wir als erstes mal gerne. Aber in flacher, ne? So. Machen wir mal eins. Und den zweiten würde ich gerne unten drunter machen. Dann sind wir nicht von der einen Seite nur verwundbar. Integritätsfeldgenerator. Den wollen wir auch haben, definitiv. Den würde ich gerne. Ah, da kommt jetzt nochmal diese Meldung. Klicke ich nochmal weg, kann nachher ruhig nochmal kommen, dann vergessen wir das nicht in dem Sinne. So, den mache ich jetzt dahin und das ist schon mal schön. So, jetzt müssen wir hier hin und da brauchen wir jetzt noch die ganzen Steuerdüsen sozusagen, ne? Korrekturdüsen. Ja, hier hin wäre auch schon nicht verkehrt, denke ich, aber nicht in dieser Größe. Ich glaube, ein bisschen kleiner kann es ruhig noch sein. Ein bisschen nach außen schieben, so hätte ich sie gerne. Und das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Das ist jetzt so viel Platz. Das wäre so. Gut, sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Schub, Bremsschub. Höchstgeschwindigkeit, natürlich ziemlich langsam das Ding, ne? Dann. Haben wir das noch? Ja, wie sollte das funktionieren mit diesen Teilen dann? Glaube dann. Ach so, wir haben noch keine Energiecontainer, die wollten wir auch noch haben, ne? Diese. Okay. Die passen dahin. Aber überschneiden dann. Okay, da unten mache ich das auch noch mal. So. So. Der Schub ist ein bisschen schwach, ne? Dann könnten wir das aber noch mal, ja, das machen wir auch. Ich glaube, das war zu weit gescrollt. Diese ruhig noch mal. Aber die müssen wir mal anders formen. Oh, so sieht man das natürlich schlecht, ne? Also ich hätte gerne die schon da sozusagen, aber andere Richtung. So, schmal und dann in der Höhe. Nee, wo geht hoch? So auch nicht. B als D war eigentlich ganz. So, genau. Und das Ganze auf der oberen Seite auch noch. So, wie viel ist das? Ah, zu wenig, ne? Und jetzt haben wir kein Titan mehr. Das bedeutet, der kommt weg. Dann muss das erst so bleiben. Sind wir ziemlich langsam, ist aber so.
So, jetzt müssen wir uns noch um die anderen Düsen hier kümmern. Wofür die gut sind, weiß ich jetzt nicht. Gyro, das ist das Gieren, fürs Gieren. Irgendwo fürs Drehen ist es halt, ne? Aber wenn ich die hier vorne dran mache, dann kann ich so drehen. Ist das für mich interessant, so zu drehen? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, wir bauen die da einfach mal so hin. Und dann sind wir ziemlich langsam. So, und jetzt machen wir noch erstmal hier was bei. Und zwar hier drüber. Ne, A war's. Und S ist die Höhe niedriger. So. Und das gleiche hier unten runter nochmal, oder? Geht das so? So, jetzt sind wir wenigstens mit 60 Meter die Sekunde unterwegs. Ist ein bisschen schwach, aber läuft gerade nicht anders, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, soll das erstmal dafür reichen. Und dann gucken wir, wie es sich überhaupt so anfühlt. Es bewegt sich schon mal. Ja, schnell ist was anderes, ne? Und da oben steht ja auch noch genug Sachen. Jetzt müssen wir erstmal hier Besatzung haben. Ach so, dann fliegt da sowieso nicht so schnell. Ingenieure, nicht genug Mechaniker. Was haben wir hier? Beimschub ist zu niedrig. Das Schiff ist sehr schwach. Das kennen wir schon. Ja, das bedeutet dahin docken und dann erstmal Personal besorgen, ne? So. Kommen wir der Sache näher. Und docken. Crew anheuern. So, jetzt war nur die Frage, was wir brauchen, ne? Was stand hier? Dein Schiff hat keine Besatzung, ist klar. Nicht genug Ingenieure, dein Schiff kann nicht mit voller Kraft fliegen. Ingenieure. Machen wir mal zwei. Anheuern. Und dann nicht genug Ingenieure bei zwei. Dann heuern wir nochmal zwei an. Oder? Jetzt haben wir wahrscheinlich was falsch gemacht. Weil wir definitiv die noch zuordnen müssen. Schiffsmenü war das hier? Ja, ne? Genau da. Ja, die sind schon zugeordnet, aber die brauche ich hier. 4 ausgebildete Mechaniker, Level 1. Arbeitskraft pro Kopf 1,5. Das ist ja schon reichlich dann, ne? Oder? Hier müssen wir noch einen mehr haben. Ne, das brauchen wir dann nicht. Dann lass uns nochmal F drücken. Wir besorgen uns noch ein paar Crewmember. Anheuern. Ich habe jetzt nur einmal, ich habe aus Versehen einen Doppelklick gemacht. Ins Schiffsmenü nochmal. Personal sind wir schon drin. So, zuweisen. Zuweisen, 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 zuweisen. Können wir nicht abziehen. Dann reicht aber, ne, oder? Entlassen könnte man die noch. Auch interessant. Woanders können die dann nicht arbeiten. Cool. Das ist jetzt hier ein Unteroffizier. Den weisen wir doch mal zu, ne? 5 Leute haben wir noch. Ach so, wir müssen noch hier unsere Geschütztürme aufbauen, ne? Wo sind die denn nochmal? Ach, die ist auch bei B, war das, ne? Gut, dann drücken wir nochmal B. Oder?
vertue ich mich jetzt. Nee, das ist woanders. Spielmenü, Spielermenü. War das hier? Nein. Nein, nein. Das war doch... Ach, ich weiß, hier war das. Da war das. Wenn ich das aufmache, habe ich nicht, oder was? Okay, das wissen wir jetzt. Das können wir dann jetzt wegmachen. Okay, das bedeutet, wir müssen erst eine Bewaffnung kaufen. Gut, dann wird es das aber für die Folge erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge rum. Da müssen wir irgendwo eine Munitions... Nee, wie heißt das Ding? Weiß ich jetzt nicht. Ja, irgendwo ist so ein Teil hier. Das müssen wir dann erst haben, dass wir Bewaffnung kriegen und Bremsdüsen vielleicht noch bauen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.